Okay, Leute. Es ist wirklich Großes enthüllt worden. Eine ganz, 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 ganz große News wurde, ja, so ziemlich jetzt, rausgegeben. Und die wahre Identität von Black Goku wurde enthüllt. Und das ist eine ganz, ganz klare Spoilerwarnung an diejenigen, die nicht wissen wollen, was in den nächsten Folgen passiert. Deswegen schaltet jetzt ab. Alle anderen, die wissen wollen, was los ist, was enthüllt worden ist, bleibt dran. So, bevor ich es vergesse, hier nochmal wirklich einen sehr, sehr großen Shoutout an Herms auf Twitter dafür, dass er das Ganze übersetzt hat. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich kann es nur immer wieder empfehlen, da bei ihm aktuell zu sein, weil er wirklich immer die News parat hat. Und jetzt will ich das Ganze mal ein bisschen runterrattern. Und zwar Dragon Ball Super Episode 61. Zamasus am Ambition, der nullsterblichen Plan. Goku Blacks Identität enthüllt. Goku Blacks wahre Identität. Es stellt sich heraus, dass Zamasu die Dragon Balls verwendet hat, um Körper und Geist mit Goku zu tauschen. Die abscheulichen Taten, die Zamasu und Co. angestellt haben, werden auch enthüllt. Goku Black diese Woche Verwandlung in einen Super Saiyan, Rose oder Rosé. Noch einmal, Goku Black sieht Goku und Co. als größtes Hindernis gegenüber dem nullsterblichen Plan. Er verwandelt sich in einen Super Saiyan Rosé und versucht, sie zu töten. So, was uns wirklich jetzt gesagt worden ist, dass Zamasu die Dragon Balls benutzt hat, um den Körper und den Geist mit Goku zu tauschen. Mit dieser News wissen wir jetzt endlich, dass diese Theorie von Whis nur zur Hälfte stimmt, nämlich dass der eine Zamasu sich Unsterblichkeit gewünscht hat, aber er sich nicht Goku gewünscht hat, eine Kopie von Goku, ja. Das ist schon mal die erste Information, die man daraus rausleiten kann. Und was wichtiger ist, man weiß nicht, welcher Zamasu sich gewünscht hat und wie das Ganze funktioniert hat und so weiter und so fort. Diese ganzen News werden erst in Folge 61 so wirklich, ich sag mal, verraten. Das heißt, auch Folge 60 wird erstmal ohne die wahre Identität auskommen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass ein Zamasu es irgendwie geschafft hat. Und das Ding ist, der Goku Black Charakter ist ja auch ganz, ganz anders als Zamasu, den wir kennen, ja. Also der ist schon ein bisschen anders, das kann man schon sagen. Deswegen ist es nochmal interessant zu wissen, was sich denn bei Zamasu verändert hat und ob er das Hakai, also dieses Zerstören von, ich sag mal, Beerus überlebt hat, ob es der Zamasu ist oder ob es ein anderer Zamasu ist. Wie gesagt, es könnten auch mehrere Zamasus sein, also ist es halt, ist es sehr komisch. Was ich denke ist halt, dass der Zamasu, der ausgelöscht worden ist, doch irgendwie überlebt hat, dann Gowase umbringt, die Super Dragon Balls benutzt und dann in die Zukunft reist und in der Zukunft den Zukunfts-Zamasu aufsucht und ihnen die ganze Sachen erklärt und dieser Zukunfts-Zamasu sich dann die Super Dragon Balls nimmt, um unsterblich zu werden. Deswegen ist der Goku Black Zamasu auch nicht unsterblich. Wurde ja auch gesagt, dass der nicht unsterblich ist, weil er halt so immer stärker wird. Das erklärt auch, warum Goku Black dünner ist als Goku, weil es noch ein bisschen was mit Zamasu zu tun hat und wieso er diesen Körper erstmal kennenlernen musste, weil er ihn gesehen hat, dass er krass ist, aber er musste erst richtig wissen, wie Goku mit diesem Körper umgeht und Zamasu musste auch erst richtig sehen, wie der Super Saiyan Blue wahrscheinlich funktioniert. Oder eher gesagt, wie der Super Saiyan funktioniert, weil nur den hatte er vorher gesehen, bevor er Super Saiyan Rose hatte. Deswegen, wie gesagt, ist das nochmal eine gute Erklärung. Und endlich können wir diese ewige Kommentare-Misere, sag ich mal, beenden mit Thales, Bardock, Goten, was weiß ich noch alles, was genannt worden ist. Also da wurden so viele Filler-Charaktere auch noch zusätzlich genannt. Wir haben es jetzt, Goku Black ist niemand anderes als Zamasu. Wie gesagt, es ist nicht klar, welcher Zamasu es ist. Ich habe nur so eine vage Vermutung, was sein kann. Aber lasst mir bitte in den Kommentaren da, was denkt ihr? Welcher Zamasu ist es? Wie hat das geschafft? Und so weiter und so fort. Und ja, würde mich hier an dieser Stelle sehr interessieren. Ist nur ein kurzes Video, weil ich nur die News verbreiten möchte. Wie gesagt, teilt das Video auch mit euren Freunden, damit jetzt auch alle wissen, was mit Goku Black wirklich los ist. Damit bin ich auch raus. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!